Lehrer händeringend gesucht, heißt es oft. Die gute Nachricht ist, es gibt offenbar noch Nachwuchs. Zum Beispiel Jamie Apic. Sie ist eine von 200 jungen Lehrern, die vor knapp 5 Monaten in Duisburg in ihren Job gestartet sind. Jetzt unterrichtet sie Kunst und Englisch an Duisburgs größter Gesamtschule. Schönen guten Nachmittag allerseits. Ich versuche, freundlich und fair zu meinen Schülern zu sein. Ich versuche, immer eine Portion Humor mit in meinen Unterricht zu bringen. Ich versuche, die Schüler irgendwie zu erreichen und bin natürlich begeistert, wenn da Interesse für mein Fach auch von den Schülern zurückkommt. Und das ist auch das, wovon man letztendlich lebt, als Referendar und vielleicht auch als Lehrer im Allgemeinen. Jamie Apic ist 28. Die ältesten Schüler im Kunstunterricht sind vielleicht 10 Jahre jünger als ihre neue Referendarin. Autoritätsprobleme gibt es trotzdem keine, eher neugierige Fragen danach, wo sie wohnt oder einen Freund hat. Wichtig findet Jamie, dass sie ernst genommen wird, authentisch rüberkommt. Sie weiß noch ganz genau, wie das war, als sie zum ersten Mal vor einer Klasse stand. Ich war super aufgeregt, man will es natürlich nicht zeigen. Man vergisst alles, was man geplant hatte. Selbst wenn man es sich in einem Ablauf aufgeschrieben hat und vor sich liegen hat, man wird es vergessen. Aber man überlebt und man vergisst, dass die Zeit eigentlich viel schneller umgeht, als man als Schüler immer gedacht hatte. Also 20 Minuten sind nichts. 150 Lehrer unterrichten an dieser Schule in Duisburg-Hamborn, davon 12 Referendare. Der Schulalltag noch ungewohnt. Das kommt immer mal wieder, dass man sich mit Situationen überfordert fühlt, einfach weil man damit noch nie konfrontiert worden ist. Ich glaube, dass das ganz normal ist und dass das auch ein Beruf ist, in dem das nicht ausbleibt, weil man einfach mit Menschen arbeitet. So richtig abschalten ist für junge Lehrer nicht einfach. Selbst wenn Jamie in der Freizeit unterwegs ist, fällt es ihr schwer, loszulassen. Ihre Gedanken haben oft mit der Schule zu tun. Daher ist für sie das Wichtigste? Wahrscheinlich meine Work-Life-Balance zu halten. Die Ausbildung ist sehr vielschichtig, besteht aus der Schule, dem Seminar, Vor- und Nachbereitung von Seminaren, Unterricht, Prüfungssituationen. Die Unterrichtsvorbereitung fällt oft nach Hause, aber auch die Klausurkorrektur zum Beispiel. Und da bleibt die Freizeit auch oft auf der Strecke. Freche Schüler gibt es an jeder Schule. Aber Übergriffe auf Lehrer, die bespuckt, beleidigt oder provoziert werden, das hat Jamie bisher noch nicht erlebt. Es gibt hier definitiv klare Regeln, ob das jetzt sich auf Gewalt bezieht oder auf Verspätungen, an die sich halt auch jeder halten muss. Und das wissen die Schüler auch. Ich habe noch nie mich ängstlich gefühlt hier. Im Gegenteil, es ist eine super herzliche, warme Schule. Jamie hat Besuch bekommen. Anna Mosler ist 27 und unterrichtet an einem Gymnasium Politik, Geschichte und Deutsch. Beide tauschen sich regelmäßig aus. Was sich verändert hat, gerade auch in der Lehrerinnenausbildung, ist, dass man so ein bisschen wegkommt von diesem Frontalunterricht. Also, dass man halt einfach mehr kooperative Lernformen berücksichtigt, dass man einfach versucht, wirklich Kompetenzen langfristig aufzubauen und nicht mehr trichterförmig alles irgendwie in die Schülerinnen und Schüler reinzustopfen. Also, es ist einfach, glaube ich, der Schüler, die Schülerin steht viel mehr im Mittelpunkt. Es vergeht eigentlich kein Tag, ohne dass man irgendwas Neues mit nach Hause nimmt. Sehr schnelllebig, stressig auch, aber am Ende des Tages geht man doch immer mit einer neuen Erkenntnis nach Hause. Für die jungen Lehrerinnen ist es ein Traumberuf. Und wir haben jetzt den Schulleiter zu Gast, Karl Hussmann. Herzlich willkommen hier bei uns. Wir haben es eben gehört, ein Traumberuf. Wie einfach oder wie schwierig ist es denn wirklich für Sie, junge Lehrer an Ihre Schule zu bekommen? Also aktuell ist es schon schwierig, muss man sagen. Der Markt ist quasi leergefegt. Naturwissenschaften sind extrem problematisch. Lehrerinnen und Lehrer, die nur für die Sekundarstufe 1 ausgebildet sind, gibt es quasi kaum mehr. Uns gelingt es trotzdem noch, an sich alle Lehrerstellen zu besetzen im Moment. Was ist denn Ihre Strategie? Ja, unsere Strategie können Sie bei Jamie Apic sehen. Wir geben uns sehr viel Mühe mit der Ausbildung der Referendarinnen und Referendare. Wir unterstützen andere Seminare in Essen, Düsseldorf, die in ihrem Bereich keine Schulen finden, die Ausbildung machen und sagen, schickt uns die jungen Menschen, weil wir über 50% unseres späteren Kollegiums dann im Grunde aus unseren eigenen Referendaren rekrutieren. Und Sie sind ja gut vernetzt hier in Duisburg, kann ich mir vorstellen. Was sagen denn die Kollegen an anderen Schulen? Wie läuft es da? Teilweise nicht so gut. Das im Extremfall ist es so, dass die Schulen in der Situation sind, wo sie so viele Seiteneinsteigerlehrerinnen und Lehrer beschäftigen müssen, dass sie nachher in der Referendarausbildung beschränkt sind, weil die Seiteneinsteiger selbst nicht als Ausbildungslehrer
am Anfang ihrer Arbeitszeit tätig sein können. Das ist schon hochproblematisch und schadet natürlich auch den Kindern auf die lange Frist. Welche Herausforderungen gibt es speziell für Lehrer, die frisch einsteigen, für junge Lehrer? Ja, die Ausbildung, hat Frau Apic ja auch gesagt, ist wirklich herausfordernd. Also im November ging es los, dann gab es eine Phase, in der begleitet wurde, selbst unterrichtet wurde, aber dabei begleitet wurde, Unterricht angeschaut wurde. Und jetzt mit dem zweiten Halbjahr, also ab Anfang Februar, hat auch Frau Apic schon 9 Stunden pro Woche eigenen Unterricht. Da ist niemand mehr dabei, sie muss da Prüfungen ablegen. Das ist schon ein wirkliches Brett, muss man sagen. Und wenn Referendare sagen, ich habe keinen Stress, dann machen sie wahrscheinlich was falsch. So die Einschätzung von Frau Apic ist da schon sehr schlüssig. Was können junge Lehrer denn vielleicht auch besser als die Älteren? Also ich bin ganz überrascht, dass die jungen Leute mit so einem starken Impetus reinkommen. Sie wollen wirklich was bewegen. Also es gibt diesen Lehrer, von dem man manchmal früher gesprochen hat, wo man sagt, der will vor allem Lehrer werden, weil er viele Ferien hat oder Ähnliches. Das kommt an sich kaum mehr vor, sondern sie haben wirklich so das innere Feuer, was brennt. Sie sind, die Ausbildung ist breiter aufgestellt. Also man merkt, in den ersten Monaten unterrichten die Lehrerinnen und Lehrer noch sehr klassisch, stark frontal. Und dann gelingt es ihnen immer mehr, die Schüler loszulassen, experimentieren zu lassen. Es gibt Lehrgänge und Ähnliches. Also da kommt nachher schon moderner Unterricht raus, der den Bedürfnissen der Kinder heute viel stärker entspricht als das, was wir früher gemacht haben. Sagt Karl Hussmann. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio. Dankeschön. Herzlichen Dank.